Antike Aufzeichnungen geben Historikern Aufschluss über die technischen Errungenschaften der alten Griechen und Römer. Ausgeklügelte Maschinen machten auch damals schon das Leben leichter. Zahlreiche Erfindungen ermöglichten es den Völkern des Altertums, die Kräfte der Natur nutzbar zu machen, elektrischen Strom zu erzeugen und mit industrieller Massenproduktion die Bewohner von Großstädten zu versorgen. Die technischen Errungenschaften von heute gehen nicht selten auf antike Vorbilder zurück. Vor mehr als 2000 Jahren entwickelten die Römer die Technologie der alten Griechen weiter. In vielen Bereichen des täglichen Lebens kam ein breit gefächertes Arsenal an Maschinen und Geräten zum Einsatz. Das Wissen über die zahlreichen Apparate der Antike verdankt die Nachwelt der Arbeit eines Mannes, Marcus Vitruvius. Er lebte als Architekt im 1. Jahrhundert vor Christus. Beeindruckt von den griechischen Philosophen, ließ sich der Römer auch von der klassischen Architektur aus Griechenland inspirieren. Als Pensionär verfasste er sein Werk 10 Bücher über Architektur. Im letzten Band beschreibt Vitruvius diverse Maschinen. Die detailgetreue Darstellung von Wasserpumpen und etlichen anderen Geräten gewährt Wissenschaftlern einen Blick in den Maschinenpark der Antike. Die Bücher des Vitruvius boten auch Erfindern in der Renaissance wie Leonardo da Vinci wertvolle Anregungen. Die frühen Ausgaben seines Werkes sind mit Illustrationen versehen, die im alten Rom das technologische Konzept der Renaissance zeigen. Die Römer begnügten sich nicht mit der Eroberung neuer Länder. Sie strebten auch danach, sich die Kräfte der Natur untertan zu machen. Zur Nutzung der Wasserkraft bauten römische Ingenieure große Anlagen. Vitruvius war fasziniert vom Bergbau und vom Wasser, besonders an der Bewegung des Wassers. Seine Werke enthalten Ideen, wie man es über große Distanzen befördern kann, auch an schwierigen Orten wie am Grund einer Mine. Als Architekt und Ingenieur interessierte er sich dafür. Vitruvius beschreibt eine Reihe technisch ausgefeilter Wasserpumpen, die mit Hilfe von beweglichen Armaturen Wasser nach oben befördern. In 2001 wurden in London die Überreste von zwei gigantischen Geräten ausgegraben. Die Wasserräder aus der Gresham Street erbauten die Römer, um dort Wasser aus tiefen Brunnen zu schöpfen. Sie weisen große Ähnlichkeit mit den von Vitruvius beschriebenen Konstruktionen auf. Auch die archimedische Spirale wird von ihm ausführlich dargestellt. Bei der einfachen wie auch genialen Methode leitet eine drehende Spirale das Wasser in die Höhe. Die Erfindung des Archimedes wurde vorwiegend im Bergbau eingesetzt. Die Spirale war aber nur zur Überbrückung von kurzen Distanzen geeignet. Um Wasser aus tiefer gelegenen Gruben zu fördern, entwickelten die Römer spezielle Konstruktionen. 1886 entdeckten Minenarbeiter bei Sprengungsarbeiten am Rio Tinto in Spanien tief unter der Erde ein riesiges Rad. Bei den anschließenden Grabungsarbeiten in der Silbermine fanden Archäologen eine ganze Reihe von Wasserrädern. Wasserräder waren natürlich bekannt, aber die in Rio Tinto wurden sehr raffiniert und fortschrittlich eingesetzt. In der Nordmine zum Beispiel waren 8 Räderpaare. Die 16 Räder schöpften Wasser aus einer Tiefe von 29 Metern. Die Apparatur diente dazu, die Stollen trocken zu legen. Mithilfe von massiven Holzkonstruktionen wurde das Wasser vom Grund der Mine bis an die Erdoberfläche transportiert.
Den komplizierten Mechanismus zum Entwässern der unterirdischen Minen beschreibt Vitruvius detailliert. Nach seiner Darstellung trieb jeweils ein Arbeiter die Räder an. Bei der eintönigen Tätigkeit unter Tage bewegten die Männer 8 Stunden lang etwa 70 Liter Wasser in der Minute. Im alten Rom wurde Wissen nicht nur verbreitet, sondern auch praktisch umgesetzt. Das theoretische Wissen wurde von den Römern als Technologie angewandt, um damit etwas zu erreichen, wie in diesem Fall das Trockenlegen der Silberminen. Die Römer setzten eine Technologie der alten Griechen in industriellem Maßstab ein und konnten so ihren dringenden Bedarf an Silber decken. Von grundlegender Bedeutung für das blühende Imperium aber war die intensive Nutzung der Wasserkraft. Die römischen Ingenieure entwickelten ein funktionierendes System, um mit riesigen Aquädukten ihre Städte konstant mit fließendem Wasser zu versorgen. Ausführlich beschreibt Vitruvius in seinem Werk, wie die Wasserleitungen gebaut werden sollten, damit das kostbare Nass zur Energiegewinnung, aber auch für die luxuriösen Badehäuser und Lustgärten zur Verfügung stand. Einige der eindrucksvollen Gebäude stehen noch heute, mehr als 2 Jahrtausende, nachdem sie errichtet wurden. Der Pont du Gard in Südfrankreich leitete das Wasser eines Baches in die Stadt Nîmes. Der Pont du Gard wurde von Legionären gebaut, die als hochqualifizierte Ingenieure vorher schon 9 Aquädukte in Rom konstruiert hatten. Die Römer führten ihre Bauprojekte überall in Europa durch. Bei Bedarf, Wasser in die Städte zu leiten, war für sie selbstverständlich. Mit einer Höhe von 48 Metern ist der Pont du Gard der größte der römischen Aquädukte. Die Bauzeit der monumentalen Anlage betrug 15 Jahre. Selbst den heftigen Überschwemmungen, die hin und wieder das Tal heimsuchen, hat die solide Konstruktion fast unbeschadet widerstanden. In den ersten beiden Ebenen wiegen die Steinblöcke zwischen 2 und 6 Tonnen. Sie wurden ohne Verwendung von Mörtel exakt aufeinander gesetzt. Die Brücke ist mit offenen Bögen konstruiert. So kann das Wasser hindurchlaufen, ohne die Brücke zu beschädigen. In der Hauptstadt am Tiber stellten 11 große Aquädukte die Wasserversorgung sicher. Das fließende Wasser wurde in Kanäle umgeleitet, um Wasserräder für industrielle Zwecke zu betreiben. Römische Wasserräder und ihr vielseitiger Gebrauch werden bei Vitruvius detailliert beschrieben. Fast überall in Europa stießen Archäologen auf die eindrucksvollen Zeugnisse der antiken Hochkultur. 1998 entdeckten Archäologen inmitten der ewigen Stadt eindeutige Hinweise auf die riesigen Wasserräder und fanden auch die so betriebenen Maschinen. Professor Andrew Wilson war an den Ausgrabungen in Rom beteiligt. Das Wissenschaftlerteam legte einen gesamten Industriekomplex frei. Die Janiculum-Mühle wurde durch das Wasser aus einem Aquädukt angetrieben. Sie wurde im 3. Jahrhundert vor Christus direkt am Trajan-Aquädukt erbaut. Die Anlage war Teil eines riesigen Komplexes von wasserbetriebenen Mühlen, die zur Herstellung von Brot für Rom dienten. Um Mehl in großen Mengen zu erzeugen, drehten die Wasserräder besonders schwere Mühlsteine. Sie mahlten Getreide in riesigen Mengen. Das Mehl wurde von den zahlreichen Bäckereien zu Brot für die Bürger weiterverarbeitet. Auch die mit Wasserkraft betriebenen Mühlen werden bei Vitruvius ausführlich behandelt. Die archäologischen Untersuchungen an der Janiculum-Mühle haben gezeigt,
erkannten, dass sie den Konstruktionen, wie sie der römische Architekt beschreibt, sehr ähnlich war. Zur Massenproduktion von Lebensmitteln unverzichtbar war fließendes Wasser die Lebensader der antiken Metropole. Die größte Fabrik aus der Zeit der alten Römer aber wurde in Barbegal in Südfrankreich entdeckt. Die Ruinen wurden in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts freigelegt. Sie deuten auf eine mit Wasserkraft betriebene Industrieanlage hin, wie sie viele Experten bis dahin nicht für möglich hielten. Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus, auf einem Hügel erbaut, produzierte der Mühlenkomplex das Mehl für den täglichen Bedarf der 12.500 Einwohner von Arles. Jedes der 16 Wasserräder trieb einen sich pausenlos drehenden Mühlstein an. Von dem Aquädukt, das die Stadt Arles versorgte, wurde das Wasser für die Mühlen in gemauerten Kanälen abgezweigt. In Barbegal wurde mit einer Reihe von Mühlen Korn gemahlen und Mehl für das Römische Reich produziert. Man darf nicht vergessen, dass die Armee der Römer auch im Süden Frankreichs präsent war. Arles war zur Zeit Kaiser Konstantins eine wohlhabende Stadt. Trotz hoher Bevölkerungszahl herrschte jedoch in der Region ein Mangel an Sklaven. Das Problem lösten die Römer mit hohem technischem Know-how. Zur Herstellung von Mehl verarbeiteten die Mühlen täglich etwa 2,5 Tonnen Getreide und stellten so die Versorgung der Bürger sicher. Die Anlage entstand etwa 300 Jahre, nachdem Vitruvius in seinen Büchern wasserbetriebene Mühlen beschrieben hatte. Sie zeigt, wie effizient die Römer die Technik weiterentwickelten und sie industriell nutzten. Eine Einsicht, die nur schwer zu den gängigen Vorstellungen über die antike Welt passt. Die Anlage in Barbegal datiert die industrielle Revolution um etwa 1600 Jahre zurück. Sie ist ein frühes Beispiel für hohe Kapitalinvestitionen in komplexe Maschinen und für den Versuch, die Kräfte der Natur für mechanische Arbeiten zu nutzen. Sie ist ein Prototyp vieler Maschinen, die uns heute vertraut sind. Barbegal liefert den Wissenschaftlern Hinweise auf technische Entwicklungen, die fortgeschrittener zu sein scheinen, als es frühere Funde vermuten ließen. Städten wie Barbegal zeigen uns, dass die Römer bereits eine industrielle Revolution gehabt haben könnten. Eine präindustrielle, von Sklavenarbeit hin zu einer durch Mechanisierung und moderne Technik intensivierten Wirtschaftsform. Die Mühlen von Barbegal gelten als einzigartiges Zeugnis römischer Großindustrie. Doch wer weiß, was unter der Erde, den Straßen und Städten noch alles unentdeckt verschüttet liegt. Wenn die Römer Wasserkraft nutzten, um Mühlen zu betreiben, konnten sie die Art der Energiegewinnung auch für andere Maschinen benutzen. Die Technik war ihnen vertraut und den Möglichkeiten der Anwendung damit keine Grenzen gesetzt. Einiges deutet darauf hin, dass auch Geräte zur Bearbeitung von Steinblöcken mit Wasserkraft funktionierten. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die römischen Wasserversorgungssysteme zu technischen Wunderwerken. Mit Hilfe der Gravitation leiteten sie das kostbare Nass auch über weite Täler. Im türkischen Aspendos stehen noch die Überreste eines außergewöhnlichen Aquädukts.
Zur Überquerung eines Tales von dieser Größe hätten die Römer ein Aquädukt von enormer Höhe benötigt. Sie hatten aber eine geniale Lösung für das Problem. Um sich die Wasserkraft nutzbar zu machen, entwickelten sie ein System, das auf Druckausgleich basierte und sich der verblüffenden Technik eines Dykers bediente. Dyker wurden bereits von den alten Griechen verwendet, die Römer aber nutzten die Erfindung in großem Stil. Die Funktionsweise lässt sich einfach demonstrieren. Zur besseren Sichtbarkeit verwenden wir Wein statt Wasser. Ich schütte ihn jetzt in den Tank und dies verdeutlicht bereits das Funktionsprinzip. Die Schwerkraft drückt das Wasser durch das Rohr hinauf bis in den Behälter auf der anderen Seite. Auch die Wasserversorgung von Aspendos funktionierte nach diesem Prinzip. Durch eine steinerne Pipeline floss das Wasser durch das Tal, bis es durch den Druckausgleich auf der anderen Seite bergauf in Richtung der Stadt strömte. Die Römer nutzten Schwerkraft und Wasserdruck, um Steigungen in ihren verzweigten Leitungsnetzen zu überwinden. In Aspendos errichteten sie drei der technisch ausgeklügelten Leitungssysteme. Um prachtvolle Städte wie Aspendos mit seinem Amphitheater zu bauen, mussten die Architekten der Antike die Kräfte der Natur nutzbar machen. Ihre meisterhafte Verwendung aber überrascht uns heute. Die Römer verwandelten Aspendos in einen blühenden Außenposten ihres Reiches. In seinen 10 Büchern über Architektur vermerkte Vitruvius zahlreiche innovative Lösungen der Römer, Wasser in die Städte zu schaffen. Über Aquädukte kam es von weit her und floss durch Kanäle und Leitungen an den jeweiligen Bestimmungsort. Selbst in den entlegenen Regionen des Imperiums bestanden die Römer auf ihrer fortschrittlichen Wasserversorgung. Im 1. Jahrhundert nach Christus drang die militärische Supermacht bis in den Norden von England vor. Zum Schutz vor feindlichen Angriffen ließ Kaiser Hadrian eine Mauer errichten. Der Verteidigungswall ist 4 Meter hoch, 3 Meter breit und erstreckt sich über eine Länge von 118 Kilometern. Die Festung Vindolanda lag direkt am Hadrianswall. Die Legionäre, die dort stationiert waren, sollten die rebellischen Stämme im Norden kontrollieren. Um die Truppe bei Laune zu halten, gewährte man den Soldaten die Annehmlichkeiten und den Luxus, den sie aus der Heimat gewöhnt waren. Eine reich vorhandene natürliche Ressource in England war Regen. Die Römer leiteten ihn in die Festung und genossen so die Vorzüge von fließendem Wasser. Der Stützpunkt entwickelte sich rasch zu einer kleinen Stadt mit Geschäften, einer Brauerei und einem Badehaus. Die Römer kannten keine Kompromisse. Auch bis ins feindliche Grenzgebiet brachten sie ihre modernen technischen Errungenschaften. Sie installierten ein tolles Rohrleitungssystem, das jedes Gebäude in Vindolanda mit fließendem Wasser versorgen konnte. Das ist erstaunlich, denn ein paar hundert Jahre später, nach dem Ende der römischen Herrschaft, hatten die Menschen hier kein Leitungswasser mehr. Ein Netzwerk aus Rohrleitungen versorgte die römische Festung. Nach den Ausführungen des Vitruvius verwendeten die Römer meistens Ton- oder Bleirohre. Er erwähnt auch die gesundheitsschädigende Wirkung von Blei. Im Norden Englands mussten die Legionäre für ihre Leitungen das Material benutzen, das ihnen zur Verfügung stand. Einer der bemerkenswertesten Funde ist ein unterirdisches Wasserrohrsystem aus Holzstämmen. Es wurde etwa 100 nach Christus erbaut und aus Brunnen und Tanks gespeist. Es ist sehr erstaunlich, dass es erhalten geblieben ist. Nur 3 Kilometer weiter entlang des Hadrianwalls machten Archäologen eine andere Entdeckung, die den hohen technischen Standard der römischen Legionen untermauert.
Im Haus der Zford legten sie eines der besterhaltenen römischen Klos frei. Die Bedürfnisanstalt wurde von den Architekten so konstruiert, dass die Exkremente vom fließenden Wasser aus dem Vor gespült wurden. Mehrere Tanks mit einem Fassungsvermögen von 24.000 Litern Regenwasser sorgten für stete Sauberkeit. Die Römer verzichteten bei ihrer Notdurft auf abgeteilte Intimbereiche. Auf Bequemlichkeit aber legten sie großen Wert. Das Abwasser lief gegen den Uhrzeigersinn. Das Wasser strömte von der linken Seite herein und dann in dieser Richtung entlang durch den Hauptsammler und dann durch den Abwasserkanal aus der Südostecke des Forts hinaus. Die Wasserspülklos waren kein Luxus, sondern eine wichtige hygienische Errungenschaft, um die Soldaten vor Infektionskrankheiten zu bewahren. Nur gesunde Legionäre konnten die Grenzen des blühenden Reiches erfolgreich verteidigen. Ein Stock mit einem darauf befestigten Schwamm und ein zweiter Kanal mit fließendem Wasser dienten der persönlichen Säuberung. Auch fern der Heimat genossen die römischen Truppen den Komfort, an den sich die Bürger Roms gewöhnt hatten. Als Tempel zu Ehren der Badefreuden luden die öffentlichen Schwimmbäder zum Wohlfühlen ein. Die Gäste tummelten sich in beheiztem Wasser und entspannten bei einer heilenden Massage. Eines der besterhaltenen Bäder in Europa kann in der ehemals römischen Siedlung in Bath in Südengland besichtigt werden. Bei den Besatzern unter dem Namen Aquae Sulis berühmt, gilt die Badeanstalt als ein Zeugnis für fortschrittliche Installationstechnik und sinnvolle Nutzung von thermischer Energie. Sie wurde über heißen Quellen errichtet, die bei den Briten als heilig galten. Auch die Römer huldigten dort ihren Göttern. Die Seele des Badehauses ist die heilige Quelle. Seit Tausenden von Jahren tritt täglich über 1 Million Liter heißes Wasser mit einer Temperatur von 46 Grad Celsius aus der Erde. Erst von den Römern wurde das Wasser genutzt. Bevor sie kamen, war die Quelle ein Ort zum Beten. Die antiken Baumeister verstanden es, durch die Kontrolle der Thermalquelle ein natürlich beheiztes Badehaus zu erschaffen. Das Herzstück der antiken Anlage ist das große Becken. Es lag einst in einer prächtigen Halle und wurde vom heißen Wasser aus der Quelle gefüllt. Von allen Seiten führen Stufen in das 1,50 Meter tiefe Bassin. Bänke und Liegen für die Badegäste sowie mit Speisen und Früchten dekorierte Tische sorgten für eine einladende Atmosphäre. Aber auch die Römer glaubten an die spirituelle Kraft der Quelle. 1727 fanden Arbeiter eine Bronzebüste. Sie stellt Sulis Minerva dar. Die römische Göttin der Gesundheit und Fruchtbarkeit wurde an der heiligen Stätte als Schutzherrin verehrt. Die Römer müssen bereits viel über Thermalenergie gewusst haben, so effektiv, wie sie diese einsetzten. Das Badehaus hatte zwar einzelne beheizte Räume, war aber in der großen Halle unbeheizt. Das Becken mit heißem Wasser in der Mitte aber hatte im ganzen Haus für angenehme Temperaturen gesorgt. Die Baumeister der Antike verstanden es, sowohl die Wärme der Erde zu nutzen, als auch die Sonne als wichtigen Energiespender mit einzubeziehen. Während Solarenergie heute erst langsam wieder an Bedeutung gewinnt, spielte die Kraft der Sonne in der Antike eine grundlegende Rolle. Die Völker des Altertums erkannten die Vorzüge von Solarenergie zum Heizen. Ihre Häuser bauten sie zur Sonne ausgerichtet. In öffentlichen Gebäuden wie Badehäusern verwendeten sie viel Glas zur besseren Erwärmung und Wärmespeicherung der Gebäude.
Belege für große Glasfenster fanden Archäologen im gesamten Gebiet des Römischen Reiches. Das etwa 2000 Jahre alte Stück war Teil eines großen Fensters. Es wurde in den Trümmern von Pompeji gefunden. Die Völker der Antike bedienten sich nicht nur des wärmenden Effekts der Sonne. Einer Legende nach entwickelten die alten Griechen sogar eine Methode, die Solarkraft zu militärischen Zwecken einzusetzen. Im 3. Jahrhundert vor Christus soll eine Erfindung des Archimedes die Griechen zum Sieg über die Römer geführt haben. In Syrakus, dem heutigen Sizilien, fand der Gelehrte einen Weg, die angreifende Flotte der Römer mit Hilfe des Zentralgestirns zu zerstören. Der Spiegel des Archimedes. Dichtung oder historische Tatsache? 214 vor Christus griffen die Römer Syrakus an. Zur Verteidigung der Stadt verließ sich die Bevölkerung auf den Philosophen und Erfinder Archimedes. Archimedes wies die Soldaten an, ihre Schilde spiegelblank zu polieren. Dann brachte er sie entlang des Hafens so in Position, dass die Sonnenstrahlen von den Schilden reflektiert wurden und gebündelt auf die Schiffe der Römer fielen. Archimedes ersann ein schlaues System mit reflektierenden Parabolspiegeln, indem er vermutlich mit polierten Schilden einen gebündelten Strahl auf die römischen Schiffe im Hafen lenkte. Dies hat vermutlich ihre Navigation lahmgelegt und nach überlieferten Geschichten sogar die Schiffe in Brand gesetzt. Können Metallschilde, die im richtigen Winkel zur Sonne gehalten werden, tatsächlich eine derart dramatische Wirkung entfalten, sodass Schiffe in Flammen aufgehen? Viele glaubten nicht daran, dass Archimedes mit Spiegeln die römische Flotte angezündet haben soll. Aber eine Reihe von Autoren, vor allem byzantinische Schriftsteller, berichten, dass die Spiegel tatsächlich benutzt wurden, um die römische Flotte in Brand zu stecken. Einige Historiker verbannen den Spiegel des Archimedes ins Reich der Fabeln. Andere betrachten die Geschichte als historische Tatsache. Professor Johannes Sackers wollte der Sache auf den Grund gehen. Der Spiegel des Archimedes sollte einem Test unterzogen werden. Professor Sackers war Experte für mechanische Erfindungen und Waffentechnik der Antike. Mit einer Reihe polierter Metallschilde gelang es ihm tatsächlich, ein Feuer zu entzünden. In Zusammenarbeit mit der griechischen Marine konnte er den Versuch noch ausweiten. Im November 1973 organisierte er schließlich das große Experiment. Den Matrosen vom Marinestützpunkt in Piräus gab er insgesamt 70 sehr gut polierte Schilde. Damit sollten sie das Modell eines römischen Schiffes, das aus authentischen Materialien gefertigt wurde, in Brand setzen. Das Experiment gelang. Es hat gezeigt, dass der Spiegel des Archimedes funktioniert haben könnte. Sofort stieg Rauch auf und in wenigen Minuten war es verbrannt. Die antike Technologie zur Verwendung von Solarenergie wurde erst von Wissenschaftlern des 21. Jahrhunderts wiederentdeckt. Im amerikanischen Colorado entstand ein solarbetriebener Hochofen, der exakt nach dem Prinzip des archimedischen Spiegels arbeitet. Hunderte von Spiegeln auf einen zentralen Punkt fokussiert erzeugen Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius. Solaröfen könnten zukünftig in der Industrie zum Einsatz kommen. Auch eine andere mächtige Energiequelle am Himmel war den Völkern des Altertums vertraut. Eine fürchterliche Kraft, gefährlich und zerstörerisch, kam die Elektrizität direkt von den Göttern. Entdeckungen in Ägypten und Griechenland legen die Vermutung nahe, dass Priester den himmlischen Saft anzapften und für ihre Zwecke einsetzten. Antike Tempel waren mit Vorrichtungen versehen, die Blitze anzogen.
Vor über 3.500 Jahren bauten die Minoer auf Berggipfeln Tempel mit speerähnlichen Masten, die hoch in den Himmel ragten. Wissenschaftler vermuten, dass sie dazu dienten, Blitze anzulocken. Die Fähigkeit der Priester, die Kraft der Götter sichtbar in den Tempel zu lenken, bestärkte die Gläubigen in ihrer Religion. Die Masten, wie sie auf minoischen Darstellungen zu sehen sind, haben die gleiche zugespitzte Form wie der von Benjamin Franklin 1752 erfundene Blitzableiter. Auch in den Hügeln des Peloponnes entdeckten Archäologen die Ruinen antiker Tempel an exponierten Stellen, die vermutlich dazu dienten, Blitze vom Himmel zu holen. Griechische Gelehrte waren aber auch bemüht, das Phänomen von Blitz und Donner naturwissenschaftlich zu deuten. Der Philosoph Xenophanes von Miletus versuchte, Blitze zu erklären. Abgesehen davon, dass Zeus einen Donnerpfeil wirft, setzte seine eigene Erklärung bei den Wolken an. Ich glaube, er lag damit bis zu einem gewissen Grad völlig richtig. Auch ägyptische Tempel waren auf Blitzeinschläge ausgerichtet. Am Eingang des Horus-Tempels in Edfu aus dem 3. Jahrhundert vor Christus waren mit Kupfer verkleidete Masten angebracht. Kupfer war bereits den alten Ägyptern als hervorragend leitendes Material bekannt. Noch heute findet es bei Stromkabeln Verwendung. Die Völker der Antike, die mit Metallstäben Blitze anzogen, zeigten bereits ein ausgeprägtes Verständnis für die Naturgewalt. Elektrizität wurde aber auch in einer weniger dramatischen Ausprägung als heilige Kraft verehrt. Die Mykener im antiken Griechenland schätzten die scheinbar magischen Eigenschaften einer geheimnisvollen Substanz, die im Laufe von Jahrmillionen aus dem Harz von Bäumen entstand, Bernstein. Professor Kavanagh ist überzeugt, dass Bernstein bei den Mykenern vor mehr als 3.500 Jahrtausenden wegen seiner besonderen Eigenschaften begehrt war. Einer der Gründe, warum Bernstein sehr geschätzt wurde, waren seine elektrostatischen Eigenschaften. Das Material hat die Fähigkeit, Dinge, die inaktiv und tot erscheinen, zum Leben zu erwecken, aufgrund der Elektrizität, wie wir heute wissen. Ich reibe das Stück Bernstein an meiner Wolljacke. Dies erzeugt eine elektrostatische Ladung. Wir werden sehen, ob sie auf die Feder wirkt. Die Mykener kannten die sonderbare Energie, die sich durch Reibung aufbaute. Der griechische Name für Bernstein lautet Elektron. In der Hauptstadt Mykene lagen wundervolle Bernsteinarbeiten zusammen mit Goldschätzen unter der Erde. Mykene scheint eines der angesehensten Zentren des griechischen Bronzezeitalters gewesen zu sein. Im 18. und 17. Jahrhundert vor Christus erlangte es große Bedeutung. Deutliche Anzeichen für das hohe Prestige waren prunkvolle Begräbnisse. In den Ausgrabungsstätten von Mykene entdeckten Archäologen wertvolle Schätze. 1876 fand Heinrich Schliemann die Goldmaske des Agamemnon. Die zahlreichen Schmuckstücke aus Bernstein zeugen von der hohen Wertschätzung der Mykener für ihr Elektron. In einer griechischen Sage erzählt der Gott Phaeton, wie er von einem Blitz des Zeus getroffen wurde. Daraufhin musste seine Schwester weinen und ihre Tränen verwandelten sich in Bernstein. Die Erzählung deutet darauf hin, dass die Menschen der Antike Elektrizität erkannten, da sie eine Verbindung zwischen der Kraft im Blitz und im Bernstein sahen. Doch waren die Menschen vor Jahrtausenden auch in der Lage, selbst Strom zu erzeugen? Die Antwort könnte eines der großen Rätsel der Archäologie liefern, die Bagdad-Batterie. Das seltsame Objekt wurde 1936 bei Ausgrabungen in der Hauptstadt des Irak gefunden.
Archäologen datieren das mesopotamische Gefäß auf die Zeit von 250 vor Christus bis 250 nach Christus. Die Bagdad-Batterie ist ein kleines Tongefäß mit einem Asphaltverschluss. In der Mitte befindet sich ein Eisenstab, außen herum ein Kupferzylinder. Wird das Gefäß mit einer elektrolytischen Flüssigkeit gefüllt, etwa mit Essig oder Traubensaft, so produziert es etwa 1 Volt Elektrizität. Eine verblüffende Entdeckung. Sie zeigt, dass die Vorfahren bereits vor 2000 Jahren die Batterie erfunden hatten. Auch wenn die Hinweise eindeutig sind, dass mit dem Gefäß elektrischer Strom erzeugt werden kann, sind einige Wissenschaftler skeptisch, ob es sich tatsächlich um eine Batterie handelt. Das ist eine Reproduktion des rätselhaftesten Objektes aus der antiken Welt. Der Behälter wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in einem Außenbezirk Bagdads gefunden. Bei genauer Untersuchung stellte man fest, dass er 2 verschiedene Metallstücke enthielt, ein Kupferrohr und in der Mitte einen Eisenstab. Die 2 Metalle produzieren elektrische Energie. Es war erstaunlich, dass die Technologie schon so früh verstanden wurde. Das sind tatsächlich Batterien. Das wäre eine mögliche Erklärung, die aber die Erfindung von Volt und Galvani um 2000 Jahre umdatieren würde. Das antike Fundstück weist große Ähnlichkeit mit Batterien auf, wie sie vor über 100 Jahren gebaut wurden. Auch sie besaßen eine positive und eine negative Elektrode. In einer entsprechenden Flüssigkeit reagierten sie und erzeugten Strom. Wir haben hier Batterien aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wie sie von dem Franzosen Georges Leclanché 1867 entworfen wurden. Sie bestehen aus einem Glasgefäß mit einem durchlässigen Behälter darin. Ein Kohlestab in der Mitte bildet den negativen Anschluss, der positive Pol ist dieser Zinkstab. Genauso wie die Bagdad-Batterie produzierte sie elektrischen Strom von geringer Spannung. Das etwa 2000 Jahre alte Tongefäß war nach dem Prinzip der ersten modernen Batterien konstruiert. Ein Test soll zeigen, ob es zur Stromerzeugung taugt. Bei den für den Nachbau der Bagdad-Batterie verwendeten Materialien haben wir versucht, uns so nah wie möglich am Original zu halten. Wir benutzen Kupferrohre. Der Stab in der Mitte ist aus Stahl. Eisen ist heutzutage nicht leicht aufzutreiben. Mit dem Essig werden wir nun versuchen, Strom zu erzeugen. Die elektrolytische Flüssigkeit ermöglicht den Ionen, zwischen den beiden Polen in Bewegung zu geraten. Der Eisenstab agiert als positiver, das Kupferrohr als negativer Anschluss. Mit Hilfe eines kleinen Lautsprechers lässt sich die elektrische Reaktion auch akustisch verfolgen. Das Voltmeter registriert eine Stromspannung von annähernd 1 Volt. Doch nicht alle Experten sind davon überzeugt, dass die Batterie aus dem heutigen Irak bereits vor 2 Jahrtausenden zur Stromerzeugung verwendet wurde. Wir alle mögen gute Geschichten. Die Bagdad-Batterie ist so eine großartige Geschichte. Aber ich als Archäologe fürchte, so funktioniert das nicht. Ich würde sagen, es war keine Batterie, um Strom zu erzeugen, sondern ein Teil von Ritualgegenständen. Wir kennen natürlich nicht all die Details des Rituals, für das sie möglicherweise benutzt wurden. Über die tatsächliche Verwendung der Bagdad-Batterie entwickelten Dr. Kelly, wie auch viele andere Experten, unterschiedliche Theorien. Die Bagdad-Batterie erzeugte nicht viel Strom, nur etwas über 1 Volt. Aber das reicht zum Vergolden von Silber. Damit zeigt die Bagdad-Batterie, dass die Elektroplattierung auch eine Erfindung der Antike ist. Einen Beweis für die Theorie, dass bereits in der Antike elektrischer Strom in der Metallverarbeitung genutzt wurde, könnte das mesopotamische Gefäß liefern. Eine Münze, die an 3 Modelle der Bagdad-Batterie angeschlossen ist, wird in eine Goldlösung getaucht.
Der elektrische Strom zieht das Edelmetall aus der Lösung und innerhalb weniger Minuten ist die Münze komplett vergoldet. Die Bagdad-Batterie bestätigt die Theorie, dass die Völker der Antike nicht nur Strom erzeugen konnten, sondern ihn auch zu industriellen Zwecken einsetzten. Angesichts der erstaunlichen Technik und der genialen Erfindungen der alten Griechen, Römer und Mesopotamier erscheint es nicht abwegig, dass die Hochkulturen der Antike auch Pionierarbeit in der Elektrotechnik leisteten. Sie zähmten die Kräfte der Natur, bauten Maschinen und nutzten elektrische Energie. Viele Erfindungen der Neuzeit entpuppen sich als Wiederentdeckungen antiker Errungenschaften. Den Aufzeichnungen des Vitruvius ist es zu verdanken, dass der Nachwelt ein Einblick in die Technologie der Antike erhalten blieb. Aber auch zahlreiche archäologische Fundstätten geben Hinweise auf einen erstaunlich hohen technischen Entwicklungsstand im Altertum. Fortschrittliche Erfindungen gerieten über viele Jahrhunderte in Vergessenheit, bis sie schließlich wiederentdeckt wurden. Bleibt abzuwarten, was künftige Entdeckungen der Archäologen über das Hightech der Antike weiter enthüllen.